Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ich möchte euch gerne den Fahrplan 2021 vorstellen. Ja, da gibt es ein paar Neuerungen. Eine davon seht ihr jetzt. Ich bin hier im Bild. Das wird in so einem oder anderen Let's Play dann auch vorkommen. Und ja, dann schauen wir mal in den Fahrplan rein, den wir bisher hatten. Der sah dann so aus: City Skylines war auf Montag, Dienstag war Simotrans, Oxygen Not Included war Mittwochs, Donnerstags kam immer vorgestellt, Freitags war nix, Samstags Avorion und Sonntags, da hatten wir auch nix. Höchstens vielleicht ein Stream No Man's Skies war da. Mal schauen, wie das wird, ob das noch was wird. So, und dann kommt jetzt die Änderung da rein. Da seht ihr, was ich tun werde. Das sieht so aus, dass Montag City Skylines kommt und Oxygen Not Included, das Ganze zu ein Drittel zu zwei Drittel, das heißt eine Folge Skylines und dann kommen zwei Folgen Oxygen Not Included, bevor es dann wieder von neuem anfängt. Dienstags haben wir Simotrans und da sind drei Xe. Könnte sein, dass da noch ein weiteres Let's Play reinrutscht, da bin ich mir aber noch nicht sicher, muss ich mal gucken, was ich da mache. Mittwochs haben wir Awario dazu bekommen, donnerstags ist das vorgestellt noch da, wenn es keins gibt, dann gibt es Graveyard Keeper. Ja, da wird es dann so sein, dass wir da immer ab und zu mal dann eine Unterbrechung haben für eine vorgestellt, aber das muss man dann mal sehen. Freitags haben wir einen Simotrans, das ist neu. Samstags Avorion, das zweite Mal dann. Und sonntags könnte das No Man's Skies nochmal laufen. Ne? Mal schauen, wie das so wird. Jo, dann habt ihr da eine Vorstellung von, wie es weitergehen wird. Wenn ihr noch kein Abo haben solltet, könnt ihr gerne eins machen. Falls euch dieses gefallen hat, könnt ihr mir das auch sagen. Das Like, das gibt es dann sozusagen oder einen Daumen hoch. Wenn ihr das mit der Facecam ganz cool findet und ja, sonst, was haben wir sonst noch, ne? Könnt ihr vielleicht noch einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr es so findet, wie die Bildqualität ist oder sowas, könnt ihr mir mal sagen, wäre ganz nett. Und ja, sonst würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge, die wahrscheinlich noch nicht mit Facecam sein wird, ist, glaube, dann noch Arborion, was da kommen wird, und dann mal schauen, wann ich damit einsteige. City Skylines werde ich, glaube, nicht einsteigen mit Oxygen Not Included. Mal, müssen wir mal gucken, ob es dann da schon wird oder nicht. Aber irgendwann spätestens vielleicht hier bei Graveyard Keeper oder so. Dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund, nehmt euch nicht zu viel fürs neue Jahr vor, bringt sowieso nichts, könnt ihr alles gar nicht halten, wie das immer so ist, ne? 10 Kilo abnehmen und solche Späßchen alle bringen gar nichts. Immer doofes Gelaber am Anfang des Jahres von allen. Aber guckt mal zu, dass er gesund bleibt, das ist wichtig. Macht's gut, bis dann, ciao.